Was machst du heute? Ja, wir haben uns ja hier getroffen, um zu schauen, wie ich heute den Leinsamen in die Erde bringe. Das heißt, wir drillen Saatgut, so nennen wir das. Ja, ich denke mal, wir füllen einfach mal die Drillmaschine. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das hier auf dem Bauernhof funktioniert. Bei dem schönen Wetter heute sind ideale Bedingungen, denke ich mal. Weil der Samen braucht ja auch Wasser zum Keimen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Boden feucht ist, wenn wir am Ackern sind und dass es danach trocken bleibt. Weil wenn es nach der Aussaat trocken bleibt, dann wächst dort nicht so viel Unkraut. Und als Biobetrieb haben wir ja keine Möglichkeit, das Unkraut rauszukriegen, außer mechanisch. Und das ist sehr aufwendig und deswegen müssen wir versuchen, das optimal zu machen. Und heute ist es super, die Sonne scheint, der Boden ist feucht, wir hatten etwas Regen. Wir sind heute hier aufs Leinsamenfeld gefahren, weil wirklich optimale Wetterbedingungen sind, um die Leinsamen eben auszusehen. Das liegt einfach daran, dass der Boden feucht genug ist, also es geregnet hat und jetzt die Leinsamen dann genug Feuchtigkeit aufziehen können. Wir nutzen ja goldene Leinsamen bei Aho und die sind quellfähiger, wie ihr wisst. Und deswegen sind die auch so beliebt, dass man die dann eben auch im Darm quellfähiger hat. Aber das ist eben auch bei der Aussaat der Fall. Deswegen brauchen die mehr Wasser. Und es wurde ziemlich lange gewartet jetzt, bis die Aussaat stattfinden kann. Eigentlich wäre das schon vor 4 Wochen gewesen. Aber dieses Jahr, 2023, ist es einfach viel, viel kälter als die letzten 2 Jahre. Und deswegen musste man ein bisschen warten. Es war einfach zu kalt zum Aussehen. Im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft ist die Biolandwirtschaft ziemlich viel aufwendiger. Das heißt, es gibt einfach viel mehr manuelle Arbeit, die gemacht werden muss. In diesem Fall ist es so, dass hier Gras war vorher und in der konventionellen Landwirtschaft würde man jetzt einmal spritzen, sodass das Gras weggeht und danach den Boden aufbereiten und dann aussehen. Das heißt, man hat 3 manuelle Fahrten. In der Biolandwirtschaft ist es so, du kannst es nicht einfach wegspritzen, weil du nicht spritzen darfst. Und auch nicht möchtest und deswegen musst du viel öfter den Boden manuell bearbeiten. Das hat natürlich den Vorteil, dass eben die Pestizide nicht so sehr in den Boden gehen, aber man muss sich eben auch auskennen, weil viele konventionelle Landwirte sagen dann, ja, man muss aber dann darauf achten, dass der Boden nicht so verdichtet wird und die Maschinen gehen öfter rüber. Aber es ist eben so, da habe ich auch mit unserem Landwirt drüber geredet, dass er ganz speziell auch jetzt die letzten Jahrzehnte eben weiß, wie er den Boden manuell bearbeitet, so dass es sich nicht so doll verdichtet, dass man nicht mit zu schweren Maschinen rübergeht oder nicht zu tief in die Erde geht. So, jetzt wird gedrillt, oder? Jetzt geht's los. Wir sind am Feld angekommen. Und jetzt drillen wir die ersten Bahnen und schauen mal, ob das auch ordentlich wird. Gut, dann starten wir. Boden. Das ist ja wichtig, dass sie keimen können. Ja. Ungefähr 2 Zentimeter tief. Ja. Das passt auch. Und du fährst jetzt noch 5 Stunden? Ich brauche noch ein paar Stunden, genau. 4,5 Hektar und ich schaffe ungefähr 1 Hektar in einer Stunde, denke ich mal so. Ja. Leinsamen ist keine einfache Frucht. Es gibt viele Unbilden, ne? Verunkrautung im Biobereich und natürlich auch die Witterung, wenn es im Herbst viel regnet. Aber hier ist jetzt schon viel besserer Boden als letztes Jahr, wo es so ein bisschen steinig war für den Leinen, oder? Letztes Jahr waren wir an der Fläche, da waren mehr Steine, genau. Wenn man hier weiter runterfährt, da unten kommen auch noch Steine, aber hier ist der Boden, ich sag mal so für Leinen eigentlich, würde ich sagen, ideal, sowas gibt es ja nicht, aber eben deutlich besser. Ja. Ne, wichtig ist, dass der Boden fein und krümelig ist, ja. Weil die kleinen Leinkörner müssen guten Anschluss an das Wasser haben und müssen eingebettet sein in möglichst feine Bodenkrübel. Ne? Wenn man so hier Steine hat oder Gluten oder sowas, kann man sich ja leicht vorstellen,
dass dazwischen nichts wachsen kann. Ne? Ciao! Hier auf unserem Leinsamenfeld, nach ein, zwei Wochen sieht man den Keimling schon und der goldene Leinsamen kann dann wachsen. Am Ende vom Sommer werden wir ernten und dann gibt es bei euch die nachhaltigsten Leinsamen in ganz Deutschland von Aho.